Moin moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Und zwar heute geht es um Wasserkraft bzw. Kohlekraft und wir müssen Wasser noch dazu packen. Beim letzten Mal, genau, ich habe glaube ich auch sogar genau hier aufgehört, richtig gut, gab noch ein paar Hinweise von euch in den Kommentaren. Ich hätte auch erst ein Dings hier upgraden können. Ein Band. Dann habe ich 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsache. Okay, jetzt haben wir die 6. Jetzt passt das. Das werde ich unten nochmal zusammenschieben. Hört man das? Okay, jetzt hört man das. Und in der Zeit werden ja entspannt die Dings hier produziert und wir gucken mal, wie wir das jetzt hier schön machen können. So, wie sind die Dinger ausgerichtet? Ich glaube nach genau so. Das ist natürlich eher ungut. Okay, so geht das irgendwie nicht. Da will ich noch mal ran. Das sieht mir nicht gut aus. Die Jungs da werden aufgeladen. Das ist sehr gut, weil es wird eine Zeit eine Unterbrechung geben. Da steht mal fest. Aber im Generellen gucken wir mal hier. Genau, 1% geladen. Ja, wenn das Ding auf 100 ist, ist es natürlich mega gut. Weil von hier oben hier zum Beispiel haben wir eine gute Sache. Das nehmen wir alles mal hier raus. So, und dann versuchen wir das mal hier noch mal ordentlich zu bauen. So, wir brauchen Produktion, die Wasserdinger. Hier kommt einer hin. Oder kann ich die tatsächlich, warte mal. So. Ich will es einfach mal probieren, ob ich die so ausrichten kann. Ja, ne, das geht doch. Eins. Können die hier vielleicht weg? Bin immer nicht so ganz sicher. Hier geht's auf jeden Fall. Hier geht's nicht. Hier geht's. Hier geht's auch und hier auch. Okay, dann haben wir hier die 4. So eben gesehen. 1, 2, 3, 4. Hier packe ich keinen mehr hin, aber das hier kann mal weg. 5 und dann kommt der 6 einfach daneben hin, ne? Ich denke, das sollte passen. Jo. Na, bei 6 mal 120. Ah, mehr sind dann entsprechend 720. Okay. Das sieht ein bisschen besser aus und ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, am Grid besser ausgerichtet. Perfekt. So. Die Frage, wie bauen wir das jetzt hier am besten? Hier ist eigentlich alles voll mit den Rohren. Das ist auch ziemlich gut. Hier auch die Rohre alle voll. Ja, hier noch nicht so ganz irgendwie immer. Das gefällt mir auch irgendwie alles nicht. Muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mir alles nicht. Naja, okay. Vielleicht nutze ich auch einfach zwei Pumpen ohne diesen Wassertower. Was soll's. Eigentlich bräuchten wir dann 3, ne? Ja, er müsste hier mal irgendwann weg. Sorry, Dude, aber du musst dich echt mal rausbewegen. Tut mir sehr, sehr leid, ne?
meine, gut. Immerhin kann ich hier schön bouncen, ne, und sterb halt nicht gleich. Aber dann später. Oh, genau dazwischendurch. Was muss ich denn tun, damit er hier rauskommt? Muss ich die Dinger kurz wegnehmen? Okay. Dann kommt er natürlich hier nicht mehr raus. Himmel. Und hier auch nicht mehr. Huch. Oh, Dude, das ist doch jetzt hier komplett. Ich will ihn einfach nur befreien. Nein, nicht hier. Komm. Dreh um. Kommt hier nie wieder raus, ey. Wir müssen den auf jeden Fall hier irgendwie mal befreien. Jetzt rennt er da zwischen, da unter. Rennt er da hoch? Scheiße. Ist er da hinten? Ich geh am Stock mit dem. Ernsthaft. Okay, jetzt ist er weg. Mein Glück, ey. Sorry, Dude. Wirklich sehr sorry, aber das war kein Platz für ihn hier. Das war kein Platz. Okay. Kann ich das hier alles nochmal schön wieder zumachen? Wie gehabt. Okay. Aber das sieht doch hier eigentlich ganz stabil aus. So, Strommasten. Hier einfach ruhig mal ein MK2. Ne? Und dann werden hier entsprechend, wir haben vier, also zwei können wir hier zusammenführen. Das machen wir dementsprechend auch. So, das erste hier, das zweite daneben. Natürlich geht das wieder nicht. Entschuldigt. Unglaublich. Warum niese ich dann andauernd? Schwierig. So, auf jeden Fall. Das funktioniert ja alles nicht so, wie wir uns das denken. Beziehungsweise schon. Ich muss mich nur mal kurz mit einem Turm hier von oben der ganzen Sache annehmen. Und dann sollte das schon gehen. Hoppel. Genau, so, die kommen hier mal weg. Und dann schauen wir mal, wie wir das am besten. Ja, ein bisschen zu weit. So. Nee. Passen nicht. Okay, dann müssen wir die hier nochmal. Ein bisschen, also ich hab eine Idee, ich kann die natürlich in der Mitte packen, ne? Ich kann es auch genauso gut so machen. Das sollte eigentlich auch gehen. Na bitte. So. Einfach mal. Ah, das Gute ist, wenn ich jetzt runterfalle, sterbe ich nicht, also verliere ich keine Leben mehr. Schon mal ganz geil. Dank Blade Runner. Jetzt machen wir das natürlich entsprechend. Aber hier und hier. Pipeline. Perfekt. So, zwei haben wir. Und insgesamt gehen natürlich dann drei hoch. Ne? So, die Frage ist nur, wie wir das am besten machen. Weil wir könnten dann hier das mal hochbauen. Wir bauen erstmal einmal eine kleine Wand auf. Sozusagen als Indikator. Pipeline-Wandhalterungen. Eins. 2, 3. Okay.
So, und dann müsste hier sozusagen der dritte. Kann ich hier? Nee. Komplett falsch. Wie kriege ich das hier nicht hin? Das passt sogar. So, dann könnte ich das hier zum Beispiel nach ganz außen ziehen. Eins. Und dann kommen die anderen beiden einfach mit dich. Jo, sieht gut aus. Und die ziehen wir dann einfach nach da. Das mal den hier. Da müssen wir hier schon mal ein bisschen vorsorgen. Mal vorbereiten, dass wir den nur noch verknüpfen müssen. Sehr gut. So, den mittleren. Perfekt. So, und den nehmen wir hier rein. Auch perfekt. Und damit hätten wir die 240 und hier auch nochmal 240. Ja. Ja. Muss auch so gehen. Und jetzt gehen wir mit dem, denke ich, hoch. Werden da hier einfach Pumpen anbauen. Ich habe nicht überhaupt keinen Bock, da jetzt hier nochmal mit diesen ganzen Wassertauern rumzuhantieren. Nervt mich tierisch. So, machen wir aber mal noch da. Ab nach oben. Ich denke, heute werden wir auf jeden Fall die Dinger in Betrieb nehmen. Und dann können wir uns auch nochmal... Ja, ich wusste, dass das nicht alles so super hält, aber okay. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen rübergehen, damit ich das hier alles ein bisschen besser sehe. Okay. Ganz falsch. Machen wir das mal ordentlich von hier. Sehr weit nach hinten.
Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich muss erstmal diese Stützen setzen. So. Gut. Hier muss eins rein. Da kommt der Äußere natürlich zum Tragen. Oh, mir fehlt Kupferblech. Ah, siehst du? Das holen wir uns natürlich. Shit. Tot? Nee. Danke, Blade Runner. Danke, danke. Mal hier rüber. Nebenbei wollte ich mal wissen, wie viel haben wir denn jetzt hier schon? Oh, die Dinger sind voll. Das ist ja mal eine sehr interessante Geschichte. Da müssten wir dann ja oben kurz mal uns einschalten. Nicht, dass das alles dann irgendwann stockt. Ah, hier geht es nämlich nicht mehr weiter. Mhm. Mittlerer Ausgang, Überschuss. Okay, sehr gut. Ne, dann haben wir das auch. Was natürlich auch super dazu führt, dass wir jetzt hier auch mal ordentlich schon wieder 3 Coupons haben. Zack. Und mal rein in die Kiste. Jupp, wir haben schon 8. Okay, hopp. Wir wollten ja ein bisschen Bleche holen. Dubidu, hier sind sie. Machen wir ruhig mal 400. Wie sieht es hier aus mit den Dingern? Die nehmen wir auch nochmal alle mit. Weiß sonst noch was? Nochmal vielleicht ein bisschen. Und den. Oh, Draht habe ich fast gar nicht mehr. Kabel auch noch nicht. Ja, die muss ich bald wieder anmachen. Ja, was heißt bald? Ich habe auch noch genug, ne? Muss nicht. Rotoren, dies, das. Jo, vielleicht nochmal ein bisschen Eisenplatten. Stangen. Oh, 200. Das. Von den Dingern brauche ich mal ein paar. Stahlrohre. 200 können nicht schaden. Von denen habe ich das. Die habe ich genug. Gut aus. Dann geht's mal weiter. Das Gute ist, durch die Power Storages haben wir halt durchaus auch noch einen Mehrwert, wenn wir ein bisschen mehr Strom produzieren. Ne? Der wird dann schön gespeichert. Unser kleinen Power Storage Base hier. Ne, wenn man hier mal reinguckt. 5% schon. Boah. So, ab nach oben, anschließen. Ja, aktuell so ein bisschen sehr doof. Jetzt haben wir hier, die Max Consumption ist schon ein bisschen höher. Ja, okay. Erstmal weiter geht's hier. Upp. Weiter geht's. Mal das. Gefällt mir nicht so. Ist das gerade? Nee, auch nicht gerade. Idee. Wir haben ja noch diese Stapelbahn-Dinger hier.
Ja, nicht ganz. Ein noch zurück und dann haben wir's. Ein bisschen Ordnung wollen wir haben. Na, und jetzt sieht das hier auch schon viel besser aus. So, dann nehmen wir den zweiten. Hier genau, aber hier bauen wir nicht hier, sondern 1, 2 weiter. Ah, ne, noch nicht. Aber nicht gerade. Das ist tatsächlich so ein bisschen. Okay. Hier nehme ich die Dinger dann auch gleich wieder weg. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das halt auch wieder schräg ist. Obwohl. Sieht aber gerade aus. Oh, oh shit. Okay. Nein, nee, es ist schräg. Muss noch ein Stück nach vorne. Einen nach vorne. Jetzt haben wir's. Okay, na, jetzt läuft das halt da rein. Und kommt bis dahin und jetzt müsste das andere eigentlich hier in der Mitte lang. Das machen wir mal. Kann man das mal so hier so locker hinsetzen? Nee, ne? Müssen wir jetzt hier schon hochgehen. Jo, sieht gut aus. So, dann sind wir hier oben. Mit nie was. Wenn du nur einen hast, dann ist der nie so, ja, so ist besser, aber so ist auch scheiße. Nee, das gefällt mir so nicht. Das werde ich wahrscheinlich von der anderen Seite oder unten irgendwie unter dem Ding hier so lang führen. Könnte man machen. Warum auch nicht? Oder ne, das Fenster lassen wir mal drauf. Dann machen wir hier mal so eine Pipeline-Wanddurchführung. Ein Glück haben wir ja also was. Nehmen das weg. Das rauf. Springen wir mal hier runter. Pipeline-Wandhalterung, die können wir nämlich hier schön von oben. Und ne, man muss auch mal ein bisschen out of the box denken. Na, es ist nicht so geil, aber wir wissen jetzt, das Ding muss ein Stück tiefer. Nicht da, sondern da. Oder? Ne, noch ein Stück tiefer. Noch ein Stück tiefer. Aber ist ja okay. Soll mir recht sein. Also ganz gerade ist es nicht. Aber okay. Kann ich mit leben. Und jetzt ziehen wir das natürlich erstmal. Müssen wir uns mal ganz kurz überlegen, wo das Ding ist.
Ja, hier ist die Mitte, ne? Ja, okay. Nicht ganz in der Mitte, sondern ein nach da. Und jetzt können wir das im Prinzip einmal nach hinten durchziehen. Da kommen wir dann quasi von der anderen Seite nochmal gegen. So. Das einfach mal noch da. Ja. Das habe ich, ganz ehrlich, so in meinem normalen Game auch noch nie so gemacht. So. Deswegen bin ich da, ja, kann man ruhig mal ausprobieren, solche Sachen. Okay. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt kurz hoch. Das hier kurz einmal fixen. Und dann kann man vielleicht hier nach da gehen. Das hier erstmal so hochschieben. Vielleicht gleich noch ein bisschen höher. So, hier Mitte 1, 2, 2 von denen. Das Ding dahin. Wupp, die Teile, ist das immer noch Mitte? Nächsten Stück neben der Mitte, was natürlich nicht so cool ist. Deswegen muss das alles weg. Das auch weg. Die Mitte nehmen wir jetzt schön 1, 2. Zick, zack. Dies, das, Ananas. Einmal das hoch. Genau richtig rum. So wollte ich das haben. Gut gemacht. Game. So, jetzt hier. Das dahin. Die Dinger wegnehmen. Und dann will ich da eine T-Kreuzung haben. Zack, zack. Und diese T-Kreuzung wird dann. Wird einfach nichts machen, weil es einfach nur mega weird aussieht. Mache ich nur eins oder was? Hm. Einmal ausprobieren, liebe Leute. Dafür ist das hier auch da. Genau. Ach, guck an. Ist den natürlich zu kurz. Ist klar. Deswegen habe ich da auch jetzt keinen Bock mehr drauf und nehme das hier weg und mache das einfach. Keine Ahnung, irgendwie hier so. Und dann können sie selber zusehen. Einmal nach da. Das ist halt so ein bisschen schräger. Nee, sorry. Ich wollte, aber es geht nicht. Gerade so bei Pipes, irgendwie muss das doch mal gerade sein. Nope. Nope. Da genau, natürlich der, genau der dazwischen. Na, bitte. Jetzt haben wir das. Wird von beiden Seiten bedient. Den Kram können wir wegnehmen. Sehr schön. So. Dann haben wir ja hier unten noch was vor. Ich überlege gerade. Stromleitung muss ich auf jeden Fall noch. Die sind dran. Obwohl. Nehme ich lieber weg, weil wir brauchen ja noch was für die Pumpen.
Dafür sterbe nicht. Gut. So, und dann das hier. Da. Und dann einfach mal hier so ran. Und dann haben wir die Pipeline Pump MK1. Davon werden wir jetzt einfach mal diese entsprechenden 1. Erstmal das Ding da. Ah ne, das muss ich. Den Wandverteiler kann ich leider nicht upgraden. Den muss ich setzen. Ja, das ist natürlich auch immer besonders schön. Ich sehe schon gleich wieder die Sicherung. Ich meine, wir knallen hier schon ganz schön was rein wieder. Bin mal gespannt, wie viel. Ja, die sind alle über 20. Oder? Ja, 22. Okay. So, was ich hier machen wollte. So wie ich das genau hier ist das Ding. Wollte ich hier nochmal so ein. Das war sogar mittig, ne? Und hier nehme ich mal so ein Splitter hin. Nee. Wieso eigentlich ein Splitter? Muss auf jeden Fall das mal schnell wieder lösen. So. Okay, dann geht das auf jeden Fall erstmal weiter. Genau. Weil dann geht nämlich eins nach da und das andere hört dann hier auf und geht hier hoch. Und dazu muss ich erstmal eins upgraden. Mache ich mal, ne, aufgrund des Hinweises. MK3, MK3, MK3. Boah, das ist echt eine Menge. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall überall Mark 3. Perfekt. Hier kann ich es auch schon mal mitnehmen, wenn ich hier schon unterwegs bin. Verstehe ich auch nicht, warum ich das hier so gemacht habe. Hoch kommen die Dinger hier nicht. Da muss ich gleich nochmal gucken, wie hoch die tatsächlich kommen. Aber als erstes werde ich hier mal einmal die Sachen neu machen. Hier kommt ja im Prinzip genau das Ding raus.
Das hier war ein Splitter. Ja. Und außerdem ich auch einfach mit dem da rein könnte. Das ist das Wichtige. So, jetzt geht's. Perfekt. Und da brauchst du nur mit Mark II weitergehen. Das passt. Jetzt schiebt er hier entsprechend durch. Sehr schön. Gut, dann kann das Ding hier weg. Ja, da schon mal die Kohle drin ist, ist schon mal wichtig. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch mal mehr von den Stahlträgern. Because hier nichts mehr da. Oder ich baue hier erstmal die ganze, diesen ganzen Kram hier ab, weil ich weiß nicht, wie wild man hier bauen kann. Tuki, ja. Also viel zu wild. So, ne? Guck, perfekt. Okay, das passt. Das brauche ich nur, jetzt hole ich mir den Rest und die letzten Stahlträger, dann sollte das eigentlich gehen, auf jeden Fall. Dann sollte ich es fertig haben. Wildesten Sachen hier. Das Gute ist, wir kriegen jetzt auch noch, also wir haben jetzt diese 500, ne? Also Stufe 2 ist im Prinzip fast fertig, also zwei Drittel fertig vom Space Elevator. Jetzt fehlt da noch die automatische Verkabelung, die werden wir in Steel Level 3 sehen. Und ja, freue ich mich. Ne? Gucken wir kurz rein, schon wieder über 200, tippitoppi. Die Kohle nehme ich erstmal weg. Ich mag halt nicht diesen ganzen Erzscheiß drin zu haben. Dann müssen wir später auch Zentrallager nochmal erweitern. Aber eins zu seiner Zeit. Ne? Denn wir brauchen die Statoren, diese Stahlträger und so weiter. Und mit dem Kupfer muss ich auch nochmal sehen, wie ich das am besten mache. Habe ich das hier actually runtergetaktet? Nö, alles gut. So, hier fehlen auf jeden Fall noch Pumpen. Habe ich genug Rotoren? Jo. Aber als erstes ist das mittig? Nee. Hä? Das hier ist ja auch nicht mittig. Okay, deswegen. Hier, ne? Hier war das Blitter, ein nach da. Und so viel Zeit nehmen wir uns auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Und jetzt ist das schön geradeaus, perfekt. Jetzt kommt hier die Kohle, das wird hoffentlich alles schön verteilt. Perfekt. Und jetzt brauchen wir tatsächlich nur ein wenig mehr Pumpen. Ach, hier nur bis da, ja? Okay.
So. Hier reicht dann tatsächlich MK. Ne, hier brauche ich auch MK2 leider. So ein Stromdings, weil wir ja drei Pumpen haben. Zieh es dir rein. Müsste jetzt aber eigentlich hier oben pumpt er auch rein. Fangen die Teile jetzt hier tatsächlich an sich zu bewegen. Wir schauen mal. Kommt da hinten genug Wasser an? Ah, noch ist hier nichts. Okay, hier geht es jetzt langsam rein. Machen die Dinger nochmal. Können wir die ausmachen? Hm. Bin mal gespannt, ob die. Ich mach mal zwei aus. Dann müsste sich das ja alles füllen. Weil wir natürlich mehr generieren, als das wir verbrauchen. Dementsprechend pumpt er auch rein. Das Ding ist voll. 300 Kubik schiebt er durch. Perfekt, 150 Kubik. Müsste sich langsam füllen. Hm, sehr schön. Kurz mal hier rauf gucken. Produktion geht jetzt hier gerade hoch und runter. Ist klar, ne, weil wir noch keinen stabilen Betrieb gewährleisten. Hm, 1500, aha, da haben wir jetzt. Genau. Also, ne, wir haben ja 32. Von den Dingern, 16 mal 2, 32 mal 75, müssten 2400. 8, 8, ja, 32 mal 75, 2400 Megawatt generieren. Hier, ja, hier passt das, hier ist voll. Wasser voll. Water voll, auch immer wird sofort wieder voller. Auch alles fein. Hier fehlt noch der letzte Mühe auf die 8,3. Capacity sagte mir 8400. Ich weiß auch warum. Warte mal, aber es kann eigentlich auch nicht sein. Okay, die dampfen hier alle. Ist auch komplett wild, was ich hier gemacht habe. Also das geht runter, hier zu den Dingern, das geht hier unten lang und so weiter. Warum eigentlich gar nicht? Ach doch, das Ding hier. Kurz gucken.
Moment, wieso sind denn hier 1, 2? Was ist dran? Und der, okay, den will ich immer upgraden. So, okay. Wupp, 1500. Mhm. Und dass hier die Sicherung nicht gleich rausballert, ist ein Glück durch die Power Storages. So, 1500 durch 75. 20 laufen. Das sagt, aber es laufen ja mehr als 20. Also ist hier irgendwas noch ein bisschen strange. Ja, okay. Aha, die hier, die sind irgendwie noch nicht verbunden. Sind wir bei 2175. Sehr, sehr schön. Wird hier auch mal ordentlich reingeschwitzt in die Power Storages. So, wir machen jetzt nochmal den Water Test. Läuft da jetzt alles? Mal kurz hier hoch auf die Pipe springen. Wenn ich es dann irgendwie mal schaffe. Parkourmeister. So, hier ist voll, das Ding ist voll, 8,3. Das Ding noch nicht so ganz voll. Das Ding ist aber voll. Das Ding auch noch nicht so ganz so voll. Wie sieht es hier von der Seite aus? Ja, hier ist auch noch nicht so voll. Hier pumpt er auf jeden Fall hoch. Ah, ne. Ich muss auf jeden Fall mir nochmal die Pumpen angucken. Ne? Weil theoretisch kann natürlich auch am Headlift liegen. Will das aber mal testen. Hier der linke zum Beispiel. Da wurde es eben kurz gelb. Ist leider drüber. Was soll's. Die Dinger nochmal 12 Megawatt kann ich mir leisten. Ist jetzt ein bisschen ungünstig, aber ne, das muss man, gerade beim Strom muss man da vorsichtig sein. Pumpt er noch mal ein bisschen mehr. Ich würde mal interessieren, ob der hier unten pumpt. Auf 22 Meter. Schauen wir mal.
ob das jetzt alles so hinhaut, wie wir uns das denken. Die Dinger jetzt hier, ja, 10,6, ja. Es ist halt, du kannst über diese 22 Meter Förderhöhe gehen, aber das, ja, das schießt dann halt komplett danach wieder nach unten, ne? 10,6 überall, tipptopp, und die Dinger sind auch voll. 10,6, 10,6. Die Dinger auch voll, bewegt sich nichts. 10,6. Alle Pipes randvoll. Auch die. Naja, krass, krass, lag tatsächlich an dieser Pumpe, ne? 10,6. Okay. Dann kann ich ja jetzt die letzten beiden auch anmachen. Also ganz irgendwie haben wir es hier noch nicht so mit dem Ganzen. Kohle und so weiter haben wir hier drin. Naja, noch nicht ganz. Wird sich aber, denke ich, hier. Ah ja, guck, hier schon voll. Das bricht halt immer runter jetzt gerade, weil keine Kohle drin ist. Dauert eine Zeit, bis sich das alles füllt. Aber ja, ich glaube, dann haben wir das hier auf jeden Fall ganz gut. Bloß nicht das Kabel wegnehmen. So, und dann kann man hier nochmal ein bisschen verkleiden. Alter, will er mich verarschen? Dieses Vieh! Move! Get out the way! Das ist, das stoppt sogar so ein bisschen. Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Eigentlich nur, wenn nicht genug Wasser am Start ist. Hier sind überall die 50. Wasser haben wir auf jeden Fall dabei. Also. Ja, mittelt sich so ein bisschen aus. 2325. Denkt dran, ne? Wir haben ja 36 mal 75. Mal 75. 2700. Ne, 32 haben wir. 2400 ist. Und wir bewegen uns jetzt auf 2400, ja. Natürlich hoch und runter, ne? Wie sieht's denn hier aus mit dem Wasser? Offensichtlich okay. Und hier auch. Sehr, sehr gut. Also hier das, dieser Wassertower-Konzept, das muss ich glaube ich nochmal in der Sandbox mir nochmal genau angucken. Aber soweit. Wieso stockt er denn manchmal? Ich überprüfe gerade einfach nochmal jedes Kraftwerk. Gerne diese ganzen Dinger hier mal volllaufen lassen. Mal ein Kraftwerk aus, mal sehen, was passiert. Machen wir zwei aus. Dann müsste sich hier alles, ja, natürlich komplett volllaufen.
zwei Kraftwerke aus. Ist okay. Gut, wir wollen aber auch hier nicht ewig troubleshooten. Wir haben jetzt erstmal genug Power. Das wird sich mit der Zeit auch noch weiter stabilisieren. Und später können wir das hier nochmal schön irgendwie einrahmen. Guck mal hier, wie sieht es mit dem Wasser aus? So muss es halt sein, ne? Komplett ohne Probleme. 2175, das liegt jetzt halt auch daran, dass die Dinger hier noch nicht voll sind, ne? Spätestens wenn der hier auf 100 ist. Der ist auch schon auf 100, genau. Gut. Enough of this. Der nächste Step wäre tatsächlich hier weiter zu machen. Mit unserem Eisen, mit unserem Steelworks. Und zwar ist der nächste Step Statoren und die entsprechenden, wer sind die? Ihr wisst schon, diese komischen Stahlträger. Die Encased Steel Beams. Industrial Steel Beams. Stahlbetonträger. Das ist der Name. Wir gucken mal rein. Dazu benötigen wir auf jeden Fall nochmal mindestens zwei Miner. Mark 1. Okay, Eisenplatten und so, das haben wir alles da. Mal nochmal schön Gönjamin. So. Alright, alright, alright. Das sieht gut aus. Ich glaube, ich brauche nochmal ein bisschen Rodorinos. Zack. 99. Nehme ich. Ne? Rein in die Bude. Rein in den Lamborghini hier. Bidu, bidu, bidu. So, 2400 Megawatt finde ich schon stabil. Ja, spätestens wenn wir die Mark II Pumpen haben, dann können wir da einfach unten machen wir da vier Pumpen hin und uns Ruhe im Karton. Oh, 58 Minuten. Ja, dann haben wir heute tatsächlich fast die gesamte Folge damit verbracht, das Ding da hinten anzuschließen. Eins lasse ich mir nicht nehmen. Ich mache da hinten auf jeden Fall. Ich erschließe auf jeden Fall nochmal schnell die beiden. Das Kupfer. Dieses Kupfer unter uns. Wie sieht es denn hier so aus? Ne, es müsste eigentlich alles auf 100%, 95%. Okay, hat sich wahrscheinlich. Und hier sind wir bei auch bei 95%. Ist die Frage. Manchmal ist es halt so, ihr müsst euch vorstellen, diese 95%, diese Effizienz wird berechnet auf, schon aufgrund der Dauer, in der diese Maschine läuft. Läuft jetzt schon 10 Stunden bei 40% und dann plötzlich voll, dann dauert das ewig, bis sie halt auf diese 95 kommt. Ja, und inzwischen rattert sie halt durch. Ne? Also sie hat keinen Stillstand. Theoretisch sind das also 100%. Sie ist halt nur sehr lange auf halber Kraft gelaufen. Deswegen, im Laufe der Zeit wird sich das hier auf jeden Fall auch auf die 99 oder 100% sogar erhöhen. Ne? 22. Oh, wird sich nicht. Also ganz... Warte mal, wie viel brauchen wir für das Ding? 30 Stahlträger. Ja, hier kommen ja. Ah, so ganz. Kriegen wir hier nicht. Der ist auf 100%, ne? 4, 7, 8. Ja, das schafft. Der ist auf 100. Der ist auf 76. Why? Okay, Freunde. Troubleshooting hier noch, weil ich will das hier. Der ist auf 100.
Und das auch auf 100. Warum ist der es nicht? Also die ballern zusammen 90 raus, ne? 90 gehen rein und dann sollten hier eigentlich, dann gehen hier 45 rein. Ich brauche aber 60 und ich glaube, das ist das Problem. Da muss hier ein intelligenter Splitter hin. Wo ich das eigentlich gar nicht machen wollte. Na gut. Hier der Fusionator. So, mittlerer Ausgang, rechter Ausgang, beliebig mittlerer Überschuss. Und so haben wir hier die 60. Und jetzt geht das Ding auch langsam hoch. Na, 24, genau. Dauert jetzt auf jeden Fall eine Zeit. Oh, oder auch nicht. Direkt auf 1% hoch, ne? Also 100. Das heißt, das läuft jetzt. Dementsprechend läuft das jetzt hier hoffentlich auch. 6. 7, 8, perfekt. Und dann muss der hier hinten auch laufen. Wo stockt das denn jetzt? Ach, ja. Weil... Also hier kommen 90 raus, ne? Hier brauchen wir 60. Und da brauchen wir auch 60. Ich glaube, die müssen einfach nur erstmal leer werden. Das Ding leer ist. 8. Naja. Es wird immer leerer. Können wir auch alle rausnehmen. Okay. Gut, das wird sich auf jeden Fall hier alles normalisieren. Jetzt ist das hier entsprechend an und jetzt gibt es da hinten komplett immer hier 60 ausgelastet. Ne? Jo, das sieht gut aus. Wir sind jetzt hier bei 100%. Jetzt kann man es auch anzeigen. Okay, 100. Auch 100. Und jetzt sind hier hinten, sind wir bei 93. Bin mir sicher, jetzt haben wir genug. So, jetzt auf 4. 1. Auch auf die Sekunde. Aber immerhin, ne? Wir produzieren 60 von denen. So soll es sein. 12 nochmal im Überschuss hinten. Und
die generieren jetzt erstmal auch ganz gute Coupons für uns, ne? 24, perfekt. Okay. Ja, nächster Punkt wären dann tatsächlich das Ding da zu erschließen. Und hier unter die Kupfermine. Deswegen, ich fahre jetzt erstmal zurück zum Lager und wir sind schon bei 105 Minuten heute wieder. Und dann machen wir nächstes Mal hier weiter. Boah. Ein bisschen erschrocken gerade, wa? Kollegen? Schön, schön, schön. Ach ja, diese Wüste. Hier werden wir noch eine Menge Spaß haben. Quarz haben wir hier, wir haben Schwefel hier. Wir können hier echt ein bisschen was machen. Aluminium können wir leider nicht. Da müssen wir dann tatsächlich mal hier raus. Aber wenn wir da sind, dann haben wir halt auch schon die Möglichkeit, ein Schienennetz zu bauen und würden das dann auch tun. Schön zweigleisig, gleich in Vorbereitung auf Update 5, wo natürlich Zugkollisionen und Zugsignale ein Thema sind. Immer aber auch scheißegal dem Dude, ne? Ob ich hier nur die Lampe anhab oder nicht? Das wird immer voller, das auch. Okay. Genau. Ich kann's mir nicht, ich muss noch mal ganz kurz zum Kraftwerk. Ich kann es mir einmal nicht verkneifen. Hier sind jetzt alle an. Und dann will ich einfach nur noch mal gucken. Hier pumpen die auch alle. Geht auch nix. Okay. Alles voll. Haben wir hier irgendwelche Probleme? Alles 6,6. 10,6. Die Rohrleitungen sind alle voll. Ne? Was eine Pumpe ausmacht. Super. Und hier tatsächlich ist jetzt auch alles voll. Ne? Das haben wir. Ich glaube, wie viel habe ich ausgemacht? Ich habe nur eins ausgemacht, ne? Nur eins. Und schon haben wir jetzt hier alles entsprechend da. Jetzt machen wir das Ding an. Und schon haben wir hier oben 2325. Nee, ich habe zwei ausgemacht, ne? Sehr, sehr schön. Und die Tatsache, dass wir halt immer noch ein bisschen Fluktuation haben im Netz, ist sicherlich liegt hier dran. Ein Kohle drin. Oh, das geht jetzt durch. Und Produktion 2400. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Tippitoppi Galoppi. Alles klar. Hier. Na, hier haben wir es noch nicht. Doch, ein Kohle. Kommt vorher noch einen rein? Ja. Okay, das haben wir auch. Das heißt, jetzt sind wir exakt da, wo wir sein wollten. 2400 Megawatt mit Power Storage, die uns da hilft. Okay. Sehr gut, na denn, mit einem Blick auf die großen Kraftwerke, obwohl den Screenshot hatte ich letztes Mal schon. Dann verabschieden wir uns mal hier mit so einem schönen Blick, ne? Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Tuki.